want to do with these? This is a good thing. I know it is. How do we know this will work out? Hier die Epilog-Folge, der Schluss von 400 Days. Seht ihr jetzt hier noch? So, ich glaube 5 Uhr. Around 5, I think. They left a note, so at least we know they want to be found. And I can see smoke in the distance. Probably a camp. I'm gonna try to make contact hier, tonight. Feuer, sagt sie. Great. Sie sieht den Rauch. Ja, immer das ist sie. Und Walkies hat sie in Mann. Okay, die ist auf der Suche nach Überlebenden. Vielleicht vom Federal Service, da vom Rescue Service. Wisst ihr noch? Habe ich euch doch übersetzt. Vielleicht ist das eine davon. Wie gesagt, habe ich jetzt ganz kurze Zeit. Ich wollte das ja hier eine eigene Folge draus machen auf dem Schluss. Die wird zwar wahrscheinlich sehr kurz, aber da kann man das super trennen. Everything okay? So far so good. I'm gonna try to talk to him. Wish me luck. Yeah, good luck. Be careful. Hoffentlich wird die A-Fotos jetzt nicht weggeballert. So, wer sind denn da? You got it. Aha, hey, Bonnie? Don't you... Vince! Ja, Vince? Don't fucking move! Who the fuck are you? My name is Tavia. How did you find us? Wyatt? Ich fand eure Zettel. Ich folgte dem Rauch. Das ist mein Job. Ich folgte dem Rauch. The smoke. Hat sie doch gesagt. Da ist auch Russell. I'm a scout for a growing settlement up north. We go out and look for survivors. Wachsende Niederlassung im Norden, sagte. Clean water and shelter for everyone. We're offering you a chance to help us out and start over. Cool. God, Becca, this sounds too da. Good to be true, but I think it is. Bonnie, get real. Just because she says it's true doesn't mean it is. Das stimmt wohl. You should know about that. At least what I did was an accident. Hey, that's enough! Guys, look. If I learned one thing from Danny, it's that we have to stick together and protect ourselves. What? That guy was an asshole. You should be happy he got killed before Shell and Becca joined us. Why? Don't worry about it. Wait, you find survivors? Do you find a lot? Not as many anymore. We gotta go. Eddie might be there. Wyatt. Look, we need people. Plain and simple. You folks can decide if you want to come as a group, or split up, or whatever. But I don't want to be out here in the open after dark. So in a few minutes, I'm gonna be getting back in my car and on my way. Hopefully, at least some of you will follow me. Shell, why are we even listening to her? She's obviously lying. Even if she's not, I think it's better to just keep on the move. Staying in one place makes you an easy target. I don't care how safe you think it is. That truck stop was a death trap. It was right off the highway, for God's sake. No way you and a bunch of sick old people were gonna defend it. No, fuck this. She's crazy. I don't trust her. Well, why not, Russell? If they have food and medicine and... Yeah, medicine. Look. I don't trust her, Bonnie. Dann bleib hier, wenn du das willst. Ich lüge dich nicht an. Wie kann man dich nur überzeugen? What will it take to convince you? I don't know. Russell, come on. I don't understand what the problem is. Are you really considering Aber staying out here? Foraging for food like fucking raccoons? Zu verteilen hier. I mean, then why did we even leave the photos there? Well, it could be a trap. What if they want to kill us? Thank you. Everyone out there is batshit crazy. Wenn wir umbringen wollten, wärt ihr tot. Ihr seid in der Überzahl. Was wollen wir mit euch aufessen? Ja, haben wir auch schon erlebt, ihr Kannibalen. No, that was a joke. I'm sorry.
Gab's ja auch schon. Die Scheißkannibalen, die Gunboys. Look, I know you guys are wary, and you have every right to be. You don't know me from a hole in the ground. And yeah, there are some crazy fuckers out there. All I'm here to do is make an offer. You can come with me, or you can stay here. The choice is yours. So, who wants to come with me? Yeah, I have to. Okay, zwei wollen mit. Du, Shell, was willst du? Ich schüttel den Kopf. Becker, du willst auch nicht? I'm just not sure. We've been out here for so long and seen so much bullshit. I mean, is it really worth getting our hopes up? Of course it is, Russell. Es ist ein sicherer Ort. Hope is all we've got left. Von Altersklassen, vielleicht finden die Menschen, die ihr kennt, genau. Some of you may have been separated from friends or family. It's a long shot, but there's a chance you could find them there. Have your people been through Statesboro? Yes, I think we have. Okay, but I swear to God, if you try anything, you're gonna regret it. We'll do everything we can to help you find your friends and family. But understand that I can't promise anything. We understand. I think we've all made up our minds. Well, I guess we have our group. What do you want to do with these? This is a good thing. I know it is. Dein Wort in Gottes Ohr, Bonnie. How do we know this will work out? Das wisst ihr nicht. Könnt ihr nur das Beste hoffen. Genau, das wissen ihr nicht. Ich gebe euch mein Wort, wenn ihr Alternativen habt. Ich gebe euch mein Wort. Hoffentlich lügt die nicht. Echt. I give you my word. So, hier wieder mal die Danny und Justin. Das machen wir aber nett. So, gegangen mit Tavia. Der Wyatt, die Bonnie und Russell und Shell und Vince haben es nett gemacht. Und Aufenthalt auf dem Campingplatz. Die sind geblieben. Also, Vince und Shell wollten nicht. Wo ist die Becker? Die wird einfach zu Shell dazu gezählt. So, hier Abspann. The Walking Dead. 400 Days. Ich werde diesmal keine Bewertung des Spiels machen, sondern das euch jetzt hier im Abspann kurz erzählen. Was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen? Also, sehr gut fand ich, dass man da ein bisschen mehr erfahren hat, also ein bisschen weitere Informationen gekriegt hat. Auch im Zusammenhang, was mit den Leuten gegangen ist, die da mit Lee und Clem zu tun hatten, wie Vernons Teilgruppe. Oder das Diner fand ich gut, fand ich spannend. Dann die Folge, speziell mit Vince, hat mir sehr gut gefallen. Hier übrigens der Bulle mit dem Eispickel im Auge, der kam auch nochmal vor, zweimal sogar. Bonnie hat ihn ins Auge getreten und in der Alternative-Folge könnt ihr dann noch sehen, was da auch noch möglich ist. Und hier seht ihr nochmal die Hundebaby-Omi-Mampferin. Aber auf jeden Fall, ich wollte euch ja kurz das sagen, was hat mir gefallen. Also ich fand die Folgen an sich, die fand ich ganz gut. Die kleinen Geschichten, die haben mir ganz gut gefallen. Fand ich gut umgesetzt. War spannend, interessant. Aber da muss ich Marius Argenton absolut recht geben. Ich habe euch ja zwei Reviews verlinkt. Einmal von Grimm und einmal von Marius Argenton. Und ich tendiere eher zu Marius Sicht. Er hat das wirklich sehr gut zusammengefasst in seiner Liebe, muss ich sagen. Er hat das wirklich gut auf den Punkt gebracht, wie übrigens immer. An dieser Stelle einmal Dankeschön, Marius, für deine Reviews. Die haben wirklich, du bringst das gut auf den Punkt. Weil er einfach auch so erwähnt hat, die Schwächen und die Stärken, aber vor allem halt auch, er hat so ein bisschen mehr auf die Schwächen geachtet. Deswegen habe ich ihn auch als Kontra geführt und den Ray Grimm als Pro, weil er ist ja da voll begeistert in seiner Review und
Ich stehe da so ein bisschen mittendrin. Es gab Sachen, die haben mir sehr gut gefallen. Und es gab Dinge, die fand ich jetzt nicht so berauschend. Ihr wisst, es gibt ja hinter dieser Folge, hinter der kurzen sechsten Folge mit dem Epilog, gibt es noch die Alternative-Folge, die siebente. Und da zeige ich euch auf, was denn passiert wäre, wenn ihr euch anders entschieden hättet. Beziehungsweise ich mich. Und da könnt ihr dann auch gucken, was dann sonst noch möglich gewesen wäre überhaupt. Negativ aufgefallen ist mir eigentlich nur eine Folge. Und zwar diese Bonnie-Folge, der Schluss der Bonnie-Folge, dass man da so oder so entweder zusammengeknüppelt wird von der Dee mit der Taschenlampe oder die Dee zusammenknüppelt mit diesem Prügel, also ihr der den Schädel verbädelt. Und da ist jetzt die Wahl relativ gering. Was ich aber gut fand an der Bonnie-Folge, man hat dann wirklich, ich habe mir ja die Mühe gemacht im Alternative, das seht ihr dann, wenn ihr es guckt. Ja, dass man da hat wirklich auch gesehen hat, aha, das ist Roman und Steph, die wurde sogar genannt noch. Da hat jemand hat in Maisfeld hat gerufen, Steph, also man hat dann auch raus, wenn man sich geachtet hat, und das mache ich natürlich, wenn man darauf geachtet hat, hat man auch gemerkt, okay, das sind die Leute aus dem Diner, die da die Bonnie verfolgen. Und ich vermute ja ganz schwer, dass die diesen Rucksack gestohlen hat bei denen und dass die uns überhaupt nur deswegen verfolgt haben. Das ist meine Meinung. Wenn ihr es natürlich anders seht, dann könnt ihr es gerne in die Comments schreiben, da freue ich mich immer drüber. Wenn ihr Comments hinterlasst, das finde ich ganz gut. Und ja, ich wollte mich auch übrigens wieder mal bedanken bei euch Zuschauern. Ich habe gemerkt, wieder, genau wie bei den Episoden, ich habe da im Schnitt so die 70 Zuschauer wieder. Also das scheinen immer dieselbe zu sein, die hier gucken und anscheinend auch wirklich alles gucken. Möchte ich mich mal gesondert bedanken bei euch. Das ist natürlich toll, wenn ich sehe, dass ich in ein, zwei Tagen auch, dass ihr alle gucken wart. Das fand ich ja wirklich, das fand ich erstaunlich. Und ja, also ihr dürft auch gerne Kritiken hinterlassen zu den Videos. Da wäre ich natürlich dankbar. Also wenn ihr auch sagt, hat mir gefallen, dies oder jenes hat mir gefallen, wie du das machst. Oder scheut euch auch nicht, negative Kritiken zu hinterlassen. Deswegen sind die da. Ihr dürft auch gerne Kritiken hinterlassen. Das und das hat mir... Ich wäre natürlich froh, wenn ihr auch sagt, was euch gefallen hat, beziehungsweise was euch nicht gefallen hat. Weil sonst kann ich jetzt nicht so viel damit anfangen mit der Kritik. Natürlich ist es nett, wenn ihr da reinschreibt, ja super Video, schön, toll, was auch immer. Das finde ich nett, das freut mich, aber hilfreich ist natürlich, wenn ihr sagt, was genau ihr da meint. Wie gesagt, kann ich in den zukünftigen Videos ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Mache ich natürlich gerne, weil ich will ja auch nicht an eurem Geschmack vorbeiproduzieren hier. Ist ja klar, habe ich schon mal erwähnt. Am Ende von The Walking Dead, von den 5 Episoden, habe ich das schon mal erwähnt. So, und jetzt will ich auch gar nicht mehr zu lange rumlabern. Ich muss ja noch die Alternative-Folgen schneiden für euch, weil ihr wollt ja vielleicht sehen, ja, was denn da sonst noch so möglich gewesen wäre. So, also, wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns jetzt gleich in der Alternative. Und, also 400 Days heißt gleich, oder? Let's play The Walking Dead 400 Days Alternative Option. Und wenn ihr Bock habt, dann guckt euch das an. Dann seht ihr, was da auch noch möglich gewesen wäre. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr da auch mal guckt, was da sonst noch so gegangen wäre. Ja, okay. Ihr wisst, ich habe es euch reingeschrieben in die Infos am 17. Dezember. Also demnächst soll ja der zweite Teil von den Episoden kommen. Und da wird natürlich Lee nicht mehr dabei sein, weil der ist ja tot, der arme Kerl. Den mochte ich ja ganz besonders. Ich mich auch sehr identifiziert mit meinem schwarzen Bruder da. Und das hat mir auch riesig leid getan, als der da gebissen wurde, echt. Und dann, ich wusste ja, der wird sterben, da wird es wohl nichts geben. Wobei, ich hatte mal kurz noch Hoffnung, dass es überlebt, als er sich da von Christa den Arm abpacken ließ. Da dachte ich, ja, vielleicht überlebt er es. So ähnlich wie in der Serie, oder? Der Mörl. Mörl, der handlose Mörl. Der hat sich ja, der hat auch die Hand abgehackt und ausgebrannt, den Stumpf. Und der konnte ja überleben. Und ich habe wirklich gehofft, dass das so ist. Und der Lee da weiterlebt hat mit einer Hand. Da hätte er sich vielleicht eine Waffe, eine Motorsäge dran basteln können, oder? Habe ich übrigens sehr vermisst. Liebe Telltalers, das ist doch... Wäre doch eine geile Option gewesen, wenn es hier eine Motorsäge gegeben hätte, wo man die Zombie schnetzeln hätte können. So richtige Metzelei mit der Säge. Ja, wäre doch cool gewesen, auf jeden Fall. Aber vielleicht ja im zweiten Teil. Und ja, sobald der raus ist, werde ich den natürlich aufnehmen, ist ja klar. Den werde ich für euch aufnehmen, auch wieder durchspielen mit euch. Natürlich auch, würde ich mich freuen, wenn ihr da auch wieder dabei seid, wenn ihr da Spaß dran habt. Oder bisher auch Spaß dran hattet. Und... ja, würde mich wirklich freuen, euch da wieder begrüßen zu dürfen in meinen Videos. Ja, bis ich das alles geschnitten habe, die Alternative Options und alles, das wird ja mehr oder weniger da gleich anschließend kommen. Und das tut mir jetzt sehr leid für Marius und das Tech-Video. Weiß gar nicht, ob ihr das wisst.
oder ob ich das mal erwähnt habe hier in diesen Videos. Auf jeden Fall, Marius hat mich getaggt und hätte gerne ein Tag-Video von mir gekriegt. Also was war mein erstes selbst gekauftes Spiel und solche Fragen soll ich da beantworten. Und da habe ich ihm deswegen eigentlich, in erster Linie habe ich dieses Nostalgie-Projekt gestartet mit Rückkehr nach Krondor. Das war ein Spiel, das ich vor 20 Jahren mal gespielt habe. Das kommt 1993 kommt das raus. Das habe ich jetzt aber bei Folge 11 habe ich das unterbrochen, um hier dieses Add-in einzuschieben. Und so wie es aussieht, kommt jetzt wahrscheinlich erst der zweite Teil raus. Beziehungsweise werde ich erst den verarbeiten. Neues Projekt starten mit dem zweiten Teil und dann das Krondor-Video dann beenden. Vielleicht habe ich dazwischen noch Zeit, ein paar Folgen zu machen, aber auf jeden Fall werde ich das wahrscheinlich, ganz sicher werde ich das vorziehen, den zweiten Teil von The Walking Dead und das Rückkehr nach Krondor dann nachher beenden. So, das waren jetzt ein bisschen viel Infos noch zum Schluss, aber dann kriegt der Epilog auch eine gescheite Länge und ist nur nicht irgendwie 3-5 Minuten lang, sondern dann hat er auch seine 15 Minuten. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, aber eine Sache noch. Es ist ja so, wie gesagt, Lee ist tot, schade, und ich bin ja sehr gespannt, ob die zwei da auf dem Hügel, ihr erinnert euch vielleicht, der Schluss von den Episoden, fünfte Episode Schluss, da sahen wir ja zwei Leute auf dem Hügel und ich hoffe wirklich, dass das Christa und Omid waren und dass die Clementine die zwei findet und dass da vielleicht die Geschichte dann dort weitergeht. Ich weiß es nicht. Ich habe gelesen, und das ist jetzt die letzte Info, und zwar, dieses Eden-Projekt war so nicht ein Trailer auf den zweiten Teil, nein, ich habe gelesen bei Telltales, das ist sozusagen so eine Versuchsreihe, um die Reaktionen zu testen von den Spielern, von den Leuten, die das Spiel gekauft haben, beziehungsweise das Add-in gekauft haben, und ich weiß jetzt nicht, ob das dann einfließt, oder? Ob die Optionen oder die Reaktionen, ob die dann ins Spiel einfließen. Ich vermute, dass das Spiel schon fertig ist, fertig programmiert und auch abgemischt etc. Und dass das dann so rauskommt. Oder ob es dann wirklich einen Einfluss gegeben hat von den Spielern, beziehungsweise von der Walking Dead Community, die es ja mittlerweile gibt. Offizielle Website www.walkingdeadthegame.com. Kann ich euch empfehlen, geht da mal gucken. Das lohnt sich, wenn ihr euch für das Spiel interessiert. Und nochmal, check out the official website for all the latest information at www.telltalegames.com. Diese zwei Seiten solltet ihr euch merken. Da gibt's coole Infos zum Spiel, auch zum Hersteller, weil Telltales ist ja wirklich eine coole Firma. Könnt ihr vielleicht mal reingucken? Die haben ja andere tolle Spiele gemacht. Ich werde jetzt extra keine Titel nennen, auch euch nicht beeinflussen, oder? Das schätze ich ja gar nicht, wenn man hier beeinflusst wird. Ich will auch keine Werbung machen oder so, überhaupt nicht. Das ist nicht meine Art. Wenn ihr in den Wir über uns da mal lest, dann seht ihr auch, warum ich hier überhaupt Videos produziere für euch. Soll euch helfen, eine eigene Kaufentscheidung zu treffen. Eine unabhängige Kaufentscheidung. So, und das war's jetzt auch. Deswegen sage ich euch in diesem Punkt Tschüss und hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr Bock habt, dann bis zum nächsten Mal. Bye!